Was hat er gemacht? Der hatte OBS, womit wir hier streamen mit dem Programm. Hat er geupdatet und hat nicht gesehen, dass durch das Update alles weg war an Einstellungen. Ach, Der wie hat das hinter, blöd. ja, der hat zwar hinterher gemerkt, sein Mikro ist aus, hatte das mit dem Mikro eingestellt, ne? Hat aber nicht drdarüber nachgedacht, auch bei Audio nachzugucken. Das heißt, Ach er hat Gott. heute die Siedler aufgenommen und hochgeladen ohne Sound vom Spiel. Ach Gott, das muss Ja. er dann nachkommentieren? Nee, Oder wie macht er kommentiert das? ist es ja. Es hat nur kein Spielsound, ne? Ach so, ohne Spielsound. Muss er also selber krach, bumm, peng, schepper, schepper, klirr, Im klirr, lauf, Prinzip, lauf, lauf, ja. säck, 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 hämmer, hämmer. Ja, deswegen, ich habe heute nicht OBS aktualisiert. Der kam auch zu mir an. Aber nein, da habe ich keine Lust drauf gehabt. Es gab mal am 1. April eine Minecraft, als man am 1. April reinging in Minecraft, vor ein paar Jahren war das, da wurden die Spielgeräusche gesprochen. Okay. Oder nicht gesprochen, wie war denn das? Durchs Gras war immer raschel, 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 raschel und auf Sand war immer so schrapp, 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 schrapp und. Nee, die haben das gesagt. Holz, 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 Sand, 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 Sand. Wasser, 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 Wasser. Das war total lustig. Und wenn da auf so eine Kuh kam, Mu, 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 Mu. Mäh, mäh, mäh. Das war total witzig. Das kann man im Internet noch finden, wenn man. Irgendwie April, Minecraft, 1. April, Geräusche eingibt oder so, dann kommt man da drauf, dann findet man das. Da hast du dich unbedarft, geht man rein, weiß gar nicht so richtig, 1. April, und dann habe ich mich total erschrocken und fand es witzig. Ich bin die ganze Zeit nur rumgelaufen und habe alles ausprobiert, um zu hören, was sie dazu sagen. Hatte doch schon mal bei Siedler 7 früher eine Folge, oder? Also ohne Sound. Boah. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Das ist schon ein paar Jährchen her. Es gibt immer mal irgendwo, leider Gottes, Schwierigkeiten, was du nicht sofort siehst. Und hatte ich ja auch gehabt. Wir hatten gestreamt und mein Sound kam gar nicht durch. Na, kam gar nicht an. Ich hatte zwar gehört, dass ich abbaue und dass ich hämmer und was ich nicht mache hier in Minecraft. Gerda hatte man nicht gehört, da hatte sich bei mir auch irgendwas umgestellt. Ja, da blickst du dann nicht durch. Das, Passiert. du startest deine Aufnahme, weil du hast ja deine Einstellungen gemacht und gespeichert, ne? Und dann, ja, ist auf einmal plötzlich das Ganze weg. Und du weißt nicht warum. Man muss dauernd nach oben gucken. Das mit dem Dach, was jetzt so zur Seite weggeht, sieht auch voll geil aus. Das kann ich gar nicht gut erkennen, das ist zu dunkel. Echt? Obwohl es ja so schön beleuchtet ist. Okay. Du meinst das Holzdach oben drüber? Ja. Ja, sehe ich kaum. Vielleicht muss ich hier ein bisschen weggehen, um das sehen zu können. Ja, genau. Huch. Das sieht voll cool Hoffentlich. aus. Manchmal vergesse ich auch bei OBS Einstellungen zu ändern. Ja, das ist mir auch passiert. Wir haben ja da auch, das kennst du ja bestimmt, wenn einer dich followt, dass es eingeblendet wird. Bei mir hatte der Sound nicht mehr gepasst, weil ich habe das auch teilweise nicht mitgekriegt mit Follow. Sagte Carsten, ne, weil ich mach mal einen Test, ne, weil der kann ja mit unserem Bot auch reingehen und testen. Ich sag Carsten, ich höre das nur ganz schwach.
Ja, da hatte sich irgend so eine Adresse unten geändert, weil mein Bruder andere Einstellungen gemacht hatte. Hatte mir halt vergessen mitzuteilen. Ich hatte unten so einen Text gehabt, ich weiß nicht mal, was da stand. Ich hab's leider nicht, ich hab's ja nicht sehen können im Spiel, aber die Leute hoppala im Stream. Und ja, dann hat man das dann hinterher Gott sei Dank geändert und dann habe ich es auch wieder gehört, dass man gefollowt wird und so. Das war echt schon, also manchmal ist es echt extrem. Also wenn es hast, dann richtig. Kommt bei mir manchmal sogar gar nicht durch, obwohl ich es getestet habe. Weil es ist scheiße, ist das, ne? Weil die Leute denken dann, ja, die haben kein Interesse daran oder so, ne? Gerade so als kleiner Channel, ne? Und dabei ist das gar nicht so. Man meint das gar nicht böse, ne? Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ich habe heute wieder ganz Arbeit geleistet. Ja, und wie, ganz toll, Ja. super. Ja, gut, Steffi, dann Ja. bis nächste Woche, wa? Mit diesem wunderschönen Blick aufs Domgewölbe Oh ja. verabschiede ich mich dann. Ja. Und wir haben schon ganz schön was aufgebaut hier drinne. Oh ja. Es wird. Edward, ne? Edward. Es sieht nicht mehr so sehr nach Baustelle aus, muss ich sagen. Dadurch, dass wir jetzt auch die Seitenwände so ein bisschen haben, ne? Ja, naja. Ja. Boah. Naja. Ja. Kommt schon. Na, Auf aber alle Fälle wo? haben wir die großen Fenster alle. Ja. Da kommt keins mehr. Ist schön. Ah, nee, da hinten in der Kapelle kommt keins, ne? So geradeaus durch. Nee. Nee, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Das ist dann kleiner, schmaler. Ja, fein, hat wieder Spaß gemacht. Oh ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Das tun wir. Also, ich bin raus. Alles klar. Ja, liebe Leute, das war's für heute. Hat ja, wir haben auch wieder lange User aufgenommen. disconnected from your channel. Fast 7 Stunden. Ich glaube, das reicht. Wir sind jetzt bei 6 Stunden 52 Minuten. Wir haben heute so gut wie keine Pause gemacht. Nur mal eben kurz pinkeln gehen und dann währenddessen hier gegessen und was weiß ich nicht. Normalerweise machen wir ja nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten Pause zwischendurch. Und ja, nächste Woche geht es auch wieder weiter. Und was ich ja jetzt schon mal sagen kann, ich weiß nicht, wer das eben mitgekriegt hat, ich bin ja vom 1.9. bis zum 15.9. im Urlaub. Und da habe ich auch schon Gerda gesagt, weil ich muss ja mit irgendwie klarkommen. Ich muss jetzt anfangen, die Folgen vorzurendern, vorzuprogrammieren, vorzurendern und vorhochzuladen auf YouTube. Und das nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch und damit muss ich aber so langsam aber sicher anfangen, denn 14 Tage ist eine lange Zeit. Und ich weiß, ihr seid ein bisschen verwöhnt, die Leute auf YouTube. Es gibt normalerweise 30 Minuten Folgen. Ich werde das Ganze reduzieren auf Maximum 20. Es wird nichts Längeres als 20 Minuten dann geben, weil ich muss es ja auch irgendwie alles irgendwie schaffen. Ich habe zwar in Holland, da wo ich hinfahre für 14 Tage, zwar Internet, aber ich kann nichts machen, ich kann nichts hochladen. Weil dafür wird das Internet, denke ich mal, nicht reichen. Ich werde auch mal die Cam hier vorne mal mitnehmen. Und vielleicht, meine Mutter nimmt ja ein Lappy mit. Also ich fahre mit meiner Familie weg, mein Bruder und seine Freundin, die kommen auch für ein paar Tage und so. Also es ist ein schöner Familienurlaub und ja, ich versuche dann vielleicht ein paar Sachen vielleicht beim Haus einfangen zu können. Mal gucken, ich weiß es nicht, vielleicht mit meinem Handy, dass ich mal eine Aufnahme mache vom Strand und so weiter. Ich muss mal gucken, wie das alles geht. Ich kann aber von Holland aus nichts hochladen. Das ist leider nicht möglich. Ich kann auch nicht rendern oder so, weil das ist alles hier fest auf meinem Tower. Und jetzt habe ich nicht hecheln, lasst dir Zeit. Ja. So, dann ist, glaube ich, das Grobe gesagt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir auch nicht krumm, wenn nur 20 Minuten Folgen kommen werden.
Wie gesagt, es ist aber für mich anders halt einfach nicht machbar. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch so gemacht. 15 bis 20 Minuten am Tag. Das muss dann mal reichen. Ja? Wenn ich wieder aus Holland da bin, dann geht's wie gewohnt mit 30-minütigen Folgen dann weiter. Ja, ansonsten war's das für heute vom Dombau. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben heute echt wieder viel geschafft. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche in neuer alter Frische wieder. Und ja, ich wünsche euch noch gleich eine wunderschöne Nacht. Träumt was Süßes auf YouTube, egal, ich weiß nicht, was ihr macht, ob ihr es morgens guckt, mittags, abends. Keine Ahnung, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Tschüssi!